Na, sehe ich vielleicht nicht wie ein Prinz aus? Er ist mit einer Blumenkrone über die Brücke gekommen. So sollte es doch sein. Ja, genau wie im Horoskop. Und er hat dich vor dem Wiesel gerettet, wie der Prinz die Prinzessin vor dem Drachen. Wie ein Märchen, ja? Die Prophezeiung ist in Erfüllung gegangen. Das würde ich auch sagen. Und es macht auch nichts, dass wir ihn alle kennen. Er ist trotzdem dein Prinz zu. Ist das nicht fabelhaft, hä? Weißt du, ich glaube, ich könnte mich dazu durchringen, an Horoskope zu glauben. Falls du dich dazu durchringst, dass ich dein Prinz bin. Eingebildet bist du gar nicht, was? Wieso? Ein bisschen anders habe ich mir meinen Prinzen schon vorgestellt. Du bist nicht mein Prinz. Na bitte dann eben nicht. Glaub du nur ja nicht, dass ich darauf so scharf gewesen bin. Schrei mich bitte nicht an. Ich schrei, solange ich will. Bäh! Na, ob das nun auch in den Sternen gestanden hat? La, 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 la. Ausgerechnet der will mein Prinz sein, dass ich nicht lache. Aber pfiffig war das schon. Na ja, lach du nur, ich höre alles. Und deinen Prinzen kannst du dir backen. Na ja, was er da so sagt, das klingt nicht gerade nach einem Prinzen, nicht wahr? Aber wenn man bedenkt, dass die Prinzen in den Märchen immer so schrecklich tapfer sind, dann ist unser Puschel doch ein Prinz. Denn immerhin hat er ja Su vor dem Wiesel gerettet. Tja, da fragt man sich zum Schluss nun doch, lügen die Sterne oder lügen sie vielleicht doch nicht?